Willkommen zurück im Studio der weißen Wolken. Heute seit längerem wieder einmal mit einem Professor-Zum-Programm, mit einer Folge von Übungen, die der Professor Zum vielfach unterrichtet hat. Zuerst regulierendes Qi, dann die Übungen, die Yuemingong-Übungen, die Übungen vom ursprünglichen Licht und dann im Abschluss noch ein spezielles regulierendes Qi der Meridiane, ein Jingluo Daoyin heißt es auf Chinesisch. Jingluo, das sind die Meridiane, Daoyin, dass man das Qi über die Meridiane führt, um dem Fluss des Qi in den Meridianen zu helfen und eben damit gleichzeitig eben auch die notwendige Regulation zu bewerkstelligen. Alle die Bewegungen habe ich schon auf diesem Blog und auf den diversen YouTube-Videos schon gemacht, nur in dieser Zusammenstellung noch nicht. Die Füße parallel stellen. Füße parallel stellen, die Hände werden auf den Bauch gelegt, die Beine locker von den Zehen zu den Sprunggelenken, den Kniegelenken, zu den Hüftgelenken, überall loslassen. Die Wirbelsäule ist aufrecht. Das Kinn, Spur nach innen nehmen. Die Schultern ein bisschen heben und senken. Oder man kann auch die Arme hängen lassen, ein bisschen heben und senken. Einfach um vielleicht zu bemerken, dass man ohne jetzt eine spezielle Entspannungsübung, dass man da auch loslassen kann in den Schultern. Und generell, was für die Beine gilt, gilt auch für die Arme, dass man in den großen Gelenken, auch in den kleineren Gelenken, wie den Fingergelenken, dass man versucht loszulassen, dass man muskulär loslässt. Die festen Muskeln, der zu starke Muskeltonus ist der Bewegung des Qi nicht so hold. Das heißt nicht, dass man schlaff werden muss, also es ist kein Kollabieren, aber es ist ein Einrichten der Muskeln auf dem richtigen Tonus und in den Gelenken braucht man den Raum. In den Gelenken bleibt das Qi leicht hängen. Das gilt eigentlich für alle Gelenke und viele Schmerzen, die man auch haben mag im Gelenkbereich. Es kann natürlich viele Gründe haben, es kann auch strukturelle Gründe haben. Es ist immer ein bisschen simplifiziert, wenn man Aussagen tätigt. Aber man kann schon sagen, Schmerzen können sehr wohl damit zu tun haben, dass das Qi in einem bestimmten Bereich, wie zum Beispiel in den Hüftgelenken oder in den Schultergelenken, Schwierigkeiten hat in der Bewegung. Und dass sich diese Schmerzzustände bessern können, wenn diese Stagnation, dieser Stau behoben wird, ist etwas, was man aus Erfahrung weiß, wenn man schon länger mit Qigong und Qigong-Übungen zu tun hat. Also die Hände auf dem Bauch, ruhig atmen durch die Nase. Die Konzentration ist im Bauch. Und zuerst die große Kreisbewegung
zur Regulation. Also öffnen, die Hände langsam drehen. Dieses langsame Drehen hat einen sehr direkten Einfluss schon auf das Qi in den Handmeridianen. Heben, schließen und senken. Nichts Neues in den Videos, die es von mir da auf YouTube gibt, kommt die Bewegung ja sehr oft vor. Öffnen. Die Hände langsam drehen. Heben. Schließen und senken. Die Regulation oder die, man kann auch sagen, die Harmonisierung des Qi erfolgt einerseits schon auch durch die Bewegung. Also öffnen und schließen, heben und senken, das sind Grundbewegungen des Qi, Grundbewegungen des Lebens im Körper. Und diese Bewegungen haben zu tun mit den Funktionen des Qi und deren gibt es ja einige. Zum Beispiel, dass die Temperatur stabil bleibt, eine Funktion des Qi, dass Dinge nicht mit der Schwerkraft nach unten sacken, zum Beispiel Organe mit der Schwerkraft nicht nach unten sacken, das ist eine Funktion des Qi und. Also da kann man sich, wenn man sich mit chinesischer Medizin und Qigong beschäftigt, ja kundig machen. Aber nur die Bewegung ist es auch nicht. Das wäre eben auch zu stark vereinfachend. Das Wichtige beim Qigong ist, dass eine Bewegung, die Aufmerksamkeit verbindet sich der Bewegung, diese Verbindung von Aufmerksamkeit, Konzentration, Bewegung und auch Atem schafft ein einheitliches Geschehen und wenn man in diesem
konzentrierten Tun bleibt, ändert sich quasi die Bewusstseinsebene mehr. Versenkt sich, oder auf Chinesisch sagt man, man tritt ein in einen Zustand der Ruhe. Und dort im tiefen Ruhezustand, dort passiert die Regulation. Auf eine Art und Weise, die durch eine simple Bewegung nicht erreichbar wäre. Also das Wichtige ist darum, ich habe es ja schon so oft gesagt, es ist nicht so wichtig, genau zu sein in der Bewegung, aber die Bewegung zu verwenden, um ruhig zu werden, um durch die Bewegung in die Ruhe zu finden, das ist entscheidend. Öffnen, heben, schließen. Senken. Die Hände auf den Bauch legen. Die Hände ineinander legen, die Handflächen schauen nach oben. Die Daumenspitzen sind in Kontakt. Mit ein bisschen Spannung der Finger auseinanderziehen und heben. Auf Herzhöhe. Die Hände auseinanderführen. Etwas nachgeben in den Beinen, leicht hinunterdrücken. Also da ist auch ein bisschen Kraft in der Bewegung. Und schließlich festdrücken, mit viel Kraft, den Körper spannen und loslassen. Die Hände nach außen drehen und die Hände senken. Und dann kann man machen, was in diesem einen speziellen Video zum Pai Chi, zum Chi ableiten, gezeigt hat. Man kann jetzt die Beine hinunterdenken, zu den Füßen, zu den Fußsohlen und von dort noch in den Boden hinein, in die Erde hinein. Dann heben, mit den Fingern ein bisschen greifen, heben, so als ob man das Qi der Erde greift und hebt. Die Arme ausbreiten, die Hände drehen, wieder, man lässt sich Zeit dabei, dreht die Hände langsam, 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 bis die Handflächen nach oben schauen, schließen. Und
und zurück zum Unterbauch, zurück zum Dantien. Hände ineinander legen. Öffnen, auseinanderziehen. Heben. Auf Herzhöhe. Die Hände nach links und rechts führen und dann leicht nach unten drücken. Festdrücken, ganz festdrücken. Man streckt sich, spannt sich und löst die Spannung. Die Hände drehen, senken. Langsam nach unten denken, die Beine nach unten zu den Füßen, Fußsohlen. Einen Meter in den Boden, zwei Meter in den Boden, drei Meter in den Boden. Heben, ein bisschen greifen, heben. Man spürt dann einen Widerstand. Heben. Die Arme lang machen. Die Hände drehen, langsam, langsam drehen. Schließen. Und senken. Und noch ein drittes Mal. Die Aufmerksamkeit ist mit der Bewegung, sprich mit den Händen verbunden. Durch die Nase atmen, der Atem kommt und geht. Festdrücken, loslassen, nach unten denken. Die Hände drehen, schließen. Senken.
die Hände senken. Heben, wieder etwas greifen, heben. Heben, bis die Fingerspitzen nach oben schauen, die Arme nach oben weisen. Dann mit ein bisschen Kraft in den Fingern von oben nach unten ziehen. Durch diesen minimalen Kraftaufwand spürt man wieder diesen Widerstand. Man zieht nach unten. Und dann richten sich die Handflächen nach unten. Man drückt leicht nach unten. Die Hände sinken lassen. Und wieder kann man die Beine gedanklich hinuntergehen bis zu den Füßen, Fußsohlen und in den Boden, in die Erde hinein. 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter. Heben, ein bisschen greifen, heben. Dann von oben nach unten ziehen, dabei auch in den Beinen nachgeben. Leicht nach unten drücken. Die Hände senken. Gedanklich geht es wieder hinunter zu den Füßen und in den Boden. Auf die Art und Weise reguliert man das Qi, dass so diese nicht im Zusammenhang stehenden Qi-Anteile im Körper sich nach unten und hinaus bewegen und gleichzeitig sich die Ordnung des Qi im ganzen Körper verbessert. Noch einmal, heben. Nach unten ziehen. Nach unten denken zu den Füßen und dann auch über die Füße, über die Fußsohlen hinaus, weiter nach unten. Und man braucht keine Sorge haben, also man verliert jetzt nicht irgendeine wertvolle Energie. Also es ist nicht so einfach, dass man gedanklich irgendwo öffnet und dann ist wie beim Luftballon, das Qi geht flöten. Sondern das ist um zu regulieren, also die irgendwelche paranoischen Gedanken in Bezug auf Qi-Verlust braucht man da nicht aufkommen lassen, sondern das tut einem sehr, sehr gut, eben durch diese Öffnung, diese Möglichkeiten, die der Organismus hat, sich zu regulieren innerhalb dieses Körpers. Eigentlich Körper-Geist-Gefüges und auch in
Verbindung mit der Natur. Und auch wenn man in einem Raum ist, also in den Boden zu denken, macht absolut Sinn. Wenn man draußen ist, in der Natur, umso besser, dann ist dieser Austausch zwischen Mensch und Natur noch deutlicher da. Dann so. Die Fingerspitzen schauen zueinander. Das Qi zwischen links und rechts kommuniziert hier sehr deutlich. Und dann auseinanderdrehen, auseinanderziehen. Auseinanderziehen. Bis die Handflächen zum Boden schauen, wieder etwas greifen. Also hier sind immer wieder Spannungsmomente in der Bewegung, heben. Die Fingerspitzen nach oben richten, also die Hände aufstellen, greifen und ziehen. Dann setzt man sich etwas und drückt nach links und rechts. Die Hände flach legen, Handflächen nach vorne richten. Schließen. Die Handflächen nach unten richten, senken. Öffnen. Zuerst auseinanderziehen mit den Fingern, nach links und rechts ziehen, mit den Handrücken, nach außen drücken. Dann etwas greifen, nur ein bisschen, also keine Krallen machen, ein bisschen greifen, heben. Hände aufstellen, ziehen, greifen, ziehen, drücken mit den Handflächen und mehr mit den Handwurzeln und mehr mit der Daumen-Zeigefingerseite dann. Handflächen nach vor, schließen, auch das ein bisschen drücken. So, als ob man einen großen Ballon umfasst und etwas nach innen presst und senken. Und noch einmal. Öffnen. Themen. Nach innen ziehen. Nach außen drücken. Schließen. Und senken. Und dann geht es gleich über in den großen Kreis. Eigentlich die Verbindung ist dieser beiden vorherigen Bewegungen.
Leben. Schließen. Senken. Und die Hände auf den Bauch legen. Die Konzentration ist im Bauch. Ruhig atmen. Also alle diese Effekte im Qigong. Einerseits kommen sie sehr wohl vom Bewegungsablauf, weil man den natürlichen Fluss des Qi im Körper hilft. Und das Qi ist dauernd in Bewegung und sieht eben viele, viele oder eigentlich alle Lebensfunktionen des Körpers damit verbunden. Aber das Wichtige ist eben diese Bewegung. Und sich äußerlich zu bewegen hilft natürlich der inneren Bewegung. Aber wichtiger ist, wie ich vorhin gemeint habe, dass man durch die Verbindung von Konzentration, Aufmerksamkeit, Bewegung, Atem, dass es da so eine Einheit im Tun gibt und dass diese Einheit einen in einen tieferen Zustand der Ruhe bringt. Und dort passiert die Regulation. Aber nicht dadurch, dass ein Lehrer oder ein Meister im Qigong einem da das Qi vermittelt, sondern die Regulation basiert aus dem, dass die Möglichkeiten, die im Organismus da sind, was Wirklicheres werden, also dass man etwas realisiert, was als Möglichkeit da ist, eben dieser andere, ausgewogenere, balancierte Zustand der Gesundheit und noch wichtiger, dass man resoniert mit der Natur. Weil die natürlichen Prozesse sind dasjenige, was eigentlich auch im Körper passiert. Nur eben als Mensch ist man immer wieder da sozusagen weg von diesen Möglichkeiten der Natur. Und da wieder in Resonanz zu kommen, ist sehr wichtig. Und dafür braucht es auch dieses nicht viel Denken, einfach offen sein, ruhig sein, auch für möglich halten, dass die Dinge sich ordnen können. Und dann zu einem gewissen Tun mit jedem Bewegungsablauf, mit jedem weiteren Tun, passiert eben etwas von dieser möglichen Resonanz, von dieser möglichen, was ja auch die Theorie der Heilung ist, vor allem im Qigong, aber letztlich auch in der chinesischen Medizin, dass es einen Grundzustand der Harmonie gibt und wenn der hergestellt wird, dann ist der Körper zu einem hohen Ausmaß fähig, sich eben wieder zu richten. Man kann das aber eben auch gezielt mit Bewegungen unterstützen, darum jetzt noch die Bewegung für die Meridiane, die ich auch schon gemacht habe. Also von hier ausgehend die Hände senken und eine Hand heben und ohne Berührung zur Innenseite des anderen Arms bringen und langsam hinunterstreichen. Also ohne, dass man den Arm berührt, an der Innenseite runter, an der Außenseite hinauf.
und an der Innenseite hinunter. Und dann wechselt man zur anderen Seite. Also mittels des Qi der einen Hand hilft man dem Qi in der anderen Hand, im anderen Arm. Hilft man dem Qi, sich entlang, also in der Meridianrichtung zu bewegen. Von der Brust zu den Fingern an der Innenseite, von den Fingern zur Schulter auf der anderen Seite. Man dreht sich etwas in die entsprechende Richtung. Schaut zur Hand. Also man schaut der Hand zu, während die Hand um den Arm bewegt wird. Hier ist der Kopf aufrecht in der Mitte. Das macht man halt ein paar Mal. Man muss nicht wissen, wo die Meridiane genau verlaufen, sondern es geht nur um diese ruhige Bewegung, den Kontakt zwischen Hand und Arm wird man höchstwahrscheinlich spüren. Durch dieses stärkere Kribbeln oder diese wie magnetischen Empfindungen im Arm oder Wärme oder Kälte. Die Yin-Meridiane, Lungen, Kreislauf, Herzmeridian zur Hand, Dickdarm, dreifacher Wärmer, Dünndarm-Meridian. Von der Hand zur Schulter, eigentlich zum Kopf auch, aber die Bewegung ist so, wie sie ist. Also ein paar Mal links und rechts. Es kann ein bisschen weniger oft sein, es kann auch öfter sein. Und dann die Handflächen nach oben richten, heben. Die Hände senken, ein bisschen hinter dem Kopf, zu den Schultern. Man kann da kurz die Schultern berühren, dann ist es wieder ohne Berührung. Führt das Qi hinunter, zuerst die Arme senken und dann
geht es hinunter zu den Außenseiten der Füße, zu den Innenseiten der Füße wechseln. Mit ein bisschen Kraft in den Fingern heben, entlang der Innenseiten der Beine. Heben. Meridiane, die vom Kopf zu den Füßen verlaufen, kommen zuerst dran und dann die von den Füßen zum Rumpf verlaufen als nächstes. Wieder mal braucht die Meridiane nicht genau im Verlauf zu kennen. Höchstwahrscheinlich wird man es irgendwann einmal zu spüren beginnen, als Ganzes oder zumindest als Abschnitt, aber es braucht da keine, es wäre sogar falsch, wenn man sich da auf den Verlauf konzentriert. Es geht nur um die große Bewegung hinunter, die Yang-Meridiane hinunter, Magen, Gallenblasen, Blasenmeridian, die Yin-Meridiane nach oben, Milz, Leber, Nierenmeridian. So ein relativ knapper Abstand der Handflächen zum Körper, sodass man das Qi besser wahrnehmen kann, wenn die Hand so über die Oberfläche des Körpers drüber fährt. Qigong ist für jeden, nicht nur für die Sportlichen. Das heißt, wenn man Schwierigkeiten hat mit dem Beugen, kann man das ja nur andeuten. Also, dass man nur so ein bisschen hinunter geht und dann geht man halt gedanklich zu den Außenseiten der Füße, den Innenseiten und hebt wieder. Also, man muss nicht unbedingt sich so weit bücken, sich so weit beugen. Ja, man macht das auch eben ein paar Mal und dann werden die Arme noch einmal gehoben. Und dann lässt man die Hände sinken, ohne sich zu beugen. Dann wird das Qi im Dumai, dem Meridian in der Mitte des Rückens, reguliert. Der Meridian der Steuerung oder Lenkergefäß heißt er oft. Und dann senken, das ist für das Konzeptionsgefäß, den Meridian der Empfängnis, D.
Dienermeridian wird da manchmal auch eher schlecht übersetzt. Dienergefäß. Aber auch hier, es ist nur die Bewegung wichtig. Die Aufmerksamkeit folgt den Händen. Man stellt sich aber nicht den Fluss in den Meridianen vor. Das wäre ganz konkret nicht angebracht. Falsch. Sondern die Aufmerksamkeit geht mit den Händen mit. Steigen vorne, aber die Bewegung dient zur und dem Qi im Du Mai, die Mitte des Rückens entlang zu helfen und dann senken. Weil es um die Bewegung am Rücken geht, gehen hier die Hände auch nach hinten. Man hilft dem Qi hoch bis zum Scheitel. Und von dort geht der Fluss hinunter. Dann schließlich noch diese Bewegung, die ist für den Dai Mai, den Meridian, der wie ein Gürtel um die Körpermitte verläuft. Die Konzentration ist bei den Händen. Etwas nachgeben in den Beinen, die Hände zum Bauch ziehen, man richtet sich auf dabei. Dann kommen die Hände auf den Bauch und zum Abschluss werden die neuen Kreise gemacht, die beiden Spiralen nach außen und nach innen.
Die Aufmerksamkeit ist im Unterbauch. Den Speichel schlucken, in der Vorstellung ins Dantien senden. Okay, ja, und das ist es dann so weit. Also das ist eine Folge von Bewegungen, mit denen könnte man ganze Seminare und Seminarwochen bestreiten. Aber das Wichtigste habe ich versucht, so in aller Kürze zu sagen, eben, dass es generell einerseits von den Bewegungen her regulieren ist, dann kommen diese Yermingung-Übungen, in denen auch das Qi auf eine ganz bestimmte Art und Weise in Beziehung gebracht wird, das vor allem die Beziehung von Yang-Qi, Herz-Qi, Yin-Qi, Nieren-Qi ist da sehr im Fokus. Es geht gleichzeitig um diese Resonanz und Öffnung zum Qi der Natur hin. Und es geht dann noch um ein ganz konkretes Regulieren in Bezug auf die Meridiane. Also es sind da sehr, sehr viele Inhalte in einen relativ kurzen Zeitraum hinein verpackt. Ich möchte jetzt da das Video nicht mit noch mehr Erläuterungen befrachten. Ich habe versucht, also gleichzeitig mit dem Üben da immer wieder auch Hinweise zu geben. Ja, für heute genügt's. Bis zum nächsten Mal.